Und da ich ein Creeper, zu dem ich auch jetzt richtig was sage. Und deswegen bin ich relativ sehr vorsichtig. So, zu den Creepern. Diese Creepern gab es auch schon als einziges, schon in Silent Hill 1. Also die erste Kreatur, die wir jetzt im zweiten Silent Hill sehen. In Silent Hill 1 manifestierten sie sich als Alessas Abneigung gegen Insekten allgemein. Darauf werde ich aber noch genauer eingehen, da ich Silent Hill 1 auf jeden Fall auch noch ein Let's Playen werde. In Silent Hill 2 zeigt es die Abneigung gegen Insekten allgemein, meine ich. Also die haben, glaube ich, keine tiefere Bedeutung als allgemein. Diese Angst vor Insekten. Und da sie in beiden Games schon vorkamen, ist es eher so eine Manifestation in der Stadt selber. Ja. Also viel interpretieren kann man bei diesen Creepern jetzt nicht. Nur allgemein, dass sie so ein bisschen so die Angst auf die Stadt ein bisschen manifestieren. Schieß mich tot. Aber viel gibt's da nicht. So. Rote Ampel, Strom funktioniert in dieser Stadt anscheinend, ne? Ich muss sagen, ich finde das so creepy. Jetzt habe ich mich schon wieder erschreckt, verdammt normal. Was wollte ich eigentlich gar nicht? Schon wieder ein Creeper da unten. Stopp! Das machen wir. Denn ich will den Creeper ganz gern vorlassen. Ihr hört's schon. Da ist schon wieder einer. Den umlaufen wir mal schnell. Aber ich würde gerne in das Apartment. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich drück jetzt wieder permanent Y. Beziehungsweise Dreieck. Das ist ja PS2. Hallo! Könntest du bitte anhalten? What the fuck is wrong? Manchmal hasst mich mein Pet ganz kurz. Schlüssel zum Apartment. Was für eins ist das denn? Wood Side Apartment. Jo, da wollte ich auch gerade hin. Das ist aber, glaube ich, das erste und das linke ist das Blue Creek Apartment, ne? Genau. Ah, jetzt ist es auch in der Karte markiert. Sehr schön. Wow! Wow! Wow, dude. Chill. Wo muss ich denn dann hier rein, verdammt? Das Schloss ist voll kaputt, ich kann es nicht öffnen. Ich kann es wahrscheinlich auch nicht. Wenn ich den Schlüssel im Menü auswähle. Nein. Jesus Christ. Ich mache mal einen großen Bogen. Hi, Süßer. Kannst du mir Arschlecken? Ah, wo geht's denn hier rein, verdammt? Lalala, ich würde hier jetzt rein. Sehr schön, da passt der Schlüssel. Da passt gut. Sehr schön. In tiefer Frage, ob hier noch irgendwas liegt. Schnell mal nachgeguckt, nichts. Allgemein merkt man in Silent Hill 2 auch relativ wenig vom Kult der Stadt selber. Da ist alles eigentlich sehr viel in Silent Hill 3 und Silent Hill 1. Ich glaube, Silent Hill 3 ist sogar irgendwie storymäßig noch mit dem ersten verbunden, deswegen werde ich den ersten erst Let's Playen, danach den dritten. Aber da mir der zweite so am Herzen liegt, kommt der natürlich zuerst. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich hinlaufe. Ich glaube, ich muss zum Woodside Apartment, wenn James dann mal die Füße in die Hand nimmt. Und zum Eingang läuft, was hier sein dürfte. Zack, rein mit dir. Oh, come on. Das müsste eigentlich das Woodside sein. Dab, dab, dab. Ist das normal, dass der Bildschirm so dunkel ist? Ich will es nicht hoffen, nicht, dass wir jetzt schon tot sind. Denn das wäre ein kurzes Let's Play. Aber das da hinten ist doch Blue Creek. Von daher. Ich hoffe, sich die ganze Möhre lang, um jetzt hier auch nicht reinzukommen, oder? What? What the fuck? Oh. Mein Bildschirm ist gerade ausgegangen. Liegt daran, weil ich eine halbe Stunde die Maus nicht mehr bewegt habe. Ich dachte schon, mein PC wäre abgestürzt. Puh. Jesus. Eine Map. Sehr gut. Können wir sehr gut gebrauchen, würde ich sagen. So, ein Speicherpunkt. Den James doch jetzt bitte mal benutzt. Speichern möglich. Dann benutze ich mal die anderen beiden. 22 Minuten, das letzte Play geht doch schon 36.
Ein Part mache ich noch, dann gehe ich pennen. Bisschen erschrecken muss auch sein. Hier unten komme ich wahrscheinlich nicht durch. Nein, dachte ich mir. Also geht's eine Etage höher. Ich meine, dass hier jetzt auch schon wieder Monster auf mich lauern, die ich töten muss. Schluck. Testen wir nochmal so einen Angriff. Das ist eine der Eigenarten, die es übrigens nur auf schwer gibt. Wenn James irgendwo abprallt, dann passiert das. James steht dagegen und prallt ab. Das passiert weder auf normal noch auf leicht. James schlägt und der Angriff prallt ab. Passiert auf keiner anderen Schwierigkeit sonst. Links ist ein Gegner, rechts ist kein Gegner. Ich würde sagen, wir laufen nach rechts. Klingt nach der sichersten Methode, hier ganz schnell durch. Ein Müllschacht, der uns noch hilfreich sein könnte. Ich will mich eigentlich ganz gerne ein bisschen beeilen, denn da ist der Gegner schon. Was lag denn da jetzt auf dem Boden? Uah. Lässt du mich bitte in Ruhe? Finde ich ganz toll. Genauso toll, wie wenn ich weiß, wo ich hinlaufen würde. Oh Gott, hier wieder Gegner. Oh Gott. Okay. Hart auszusuchen war jetzt nicht die super intelligente Wahl, aber naja. Was gibt es hier? Hehehe. Witzig. Diese Puppe ist nämlich normal als einzige hier und trägt die Klamotten von Mary. Und was wir da rechts sehen. Oh, was uns gerade versucht hat anzugreifen. Nennt sich Mannequin. Also Puppe oder sowas. Und wie ihr gesehen habt, sind das zwei Körper, die oh Gott, ich will nicht weitermachen. Egal, komm. Die an unteren Hälften aneinander gepackt wurden. Und jetzt, James, bitte, lauf doch. Und die James sexuelle Frustration darstellen. Und ich muss gucken, wie viel Schaden ich genommen habe. Geht eigentlich. Ich meine, im Raum kriege ich auch nichts weiter. Und oh Gott, dieses kleine Geräusch macht mir gerade Angst, ey. Ich wollte einen ganz kurzen Blick auf die Map werfen, also entschuldige, wenn ich ein bisschen übervorsichtig bin. Aber ich muss mich erstmal an diese hohe Schwierigkeitsstufe gewöhnen. Lauf, James. Dich werde ich erstmal jetzt konnten laufen. Wenn ich das schaffe. Okay, es waren zwei. Drei. James, geh bitte durch die Tür durch. Oh, crap. Ich merke schon, mein Controller vibriert. Und ich will mal gucken, wie viel Schläge ich aushalte, bis ich sterbe. Einen, wenn ich vorbeilaufe. Ich muss gucken. Zwei. Es vibriert gerade ziemlich heftig. Naja, ich halte nicht mehr viel aus. Ich muss jetzt einfach mal eine Taktik machen. Mein Controller vibriert gerade schon ziemlich hart. Oh, okay. Was ist hier? Ach, du bist auch noch hier. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Gehst du bitte? Ach du. Diesen Screen habe ich übrigens von dem ganzen Plane auf normal nicht einmal gesehen. Oh shit. Ich überlege halt ernsthaft, ob ich das Ganze nicht auf normal machen soll. Ich denke, für das Sake des Let's Plays, da ich nicht permanent mir neue Strategien für die Räume ausdenken will und es auch normal schon frustrierend genug sein kann, bin ich am überlegen, die Action wirklich runterzusetzen wieder auf normal. Weil das war ganz einfach nur viel zu heftig. Ich bin
dafür glaube ich noch kein genuger Silent Hill Profi, um das mal zu reconsidern. Das waren jetzt 8 Hits. Ich hab mich ein bisschen manchmal auch extra hätten lassen, weil ich gucken wollte. Aber das sind massiv viele Gegner. Und was ich gehört habe, stehen die schneller auf, sind schneller. Das Ganze soll jetzt eine Rechtfertigung dafür sein, dass ich das Ganze lieber auf normal stelle. Machen wir es so. Bis zum nächsten Part, was Part 4 sein wird, spiele ich nochmal bis dahin. Rätsel bleibt immer noch schwer. Aber ich setze die normale, ich setze die Schwierigkeit wieder auf normal. Ich würde es ganz gerne noch schwer spielen, aber ich weiß ganz genau, dass ich das letzte Mal ist, dass wir gestorben sind und. Oh man. Ich überleg's mir. Auf jeden Fall geht's weiter im nächsten Part. Part 4. Während ich das gerade sage, und es sind jetzt die nächsten 3 Minuten oder 2 Minuten noch ganz kurz allgemeines Let's Play Gelaber, also es passiert ja nichts mehr. Wenn ihr weiter gucken wollt, wie es weitergeht, guckt den Teil 4. Gerade jetzt, wo ich rede, uploade ich Part, lass mich nicht lügen, ich guck grad mal eben, Part 22 von Resident Evil Let's Play. Also geht der Part hier erst dann, gehen die Parts erst danach oben. Bis dahin habe ich mich schon lange entschieden, was ich mache. Aber, jetzt gerade habe ich keinen Plan, was ich machen soll. Im Übrigen, jetzt sind mir die Namen der Leute eingefallen, die ich auf jeden Fall nochmal grüßen wollte. Einmal wieder Gorm820, dann Natsukawa27, Mr. Walkthrough, Beast1987, wie schon erwähnt, My Lady Nightfall, DasMag17, wahrscheinlich von Chris, hallo erstmal, dann Zockerfreund, dann wie gesagt Let's Play Chris, den ich auch mal grüße einfach so, EndOf94, ILoveWomen93, Shakespeare, Ghost101, Kai Shadow und HanSolo1411. So, fühlt euch mal alle gegrüßt. James, honey, did something happen to you? Nein, mir ist nichts passiert. After we got separated in that long... Nein, alles okay. Christina, alles okay. So, Leute. Ich schätze mal, ich werde es auf normal machen. Denn das gerade war mir ein bisschen zu viel Gegner und ich bin zu viel Resident Evil gewohnt, dass ich versuche zum Laufen, als mich durchzukämpfen. Ich kenne die ganzen Plätze der Medis nicht und so, bevor ich mich da jetzt total frustriere. Wir machen es auf normal. Ich melde mich in Part 4 wieder. Moment, ich will jetzt ganz kurz die Kennzeige testen. Das überziehe ich auch gerne nochmal ein bisschen. Die Kettensäge will ich jetzt nochmal eben testen. Weil die können wir dann nämlich liegen lassen. Aber als kleine Rache möchte ich mir jetzt nochmal die Kettensäge anschauen. Komm her, Baby. Oh, sweet God. Papa ist da. Who wants some? Want some of this bitch? Braucht ewig, wie ihr merkt. Komm her. Ah, fuck. Ihr seht, wie schwer es mir fallen könnte, mit dieser Waffe anzugreifen. Denn er kriegt mich immer vorher. Was ich relativ scheiße finde. Wow, da ist ja noch einer. Hi. Ich will nochmal die Kettensäcke durch ausprobieren. Lasst mich doch. Komm her jetzt. Jesus Christ, das nenne ich mal Gemetzel bei Silent Hill. Oh, come on. Ich hasse dich, jetzt stirb endlich. Jetzt muss ich an die rächen. Na verdammt, du Arschloch. Ich hasse dich. So. Wir sehen uns wieder. Wenn nicht, dann kommt James vorbei. Haben wir uns da richtig verstanden? Ja, genau du. Verdammt. Stinkst. Verlier deinen Kopf, du Schlampe. Ja, krabbel weg. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Klar. Bis dann.